an. Wir standen damals da. Die sahen auch schon besser aus. Marlos Beaumont ist noch nicht zurück. Zweifel schon lange verlassen. Hier drüben. Wir sind nicht allein. Können wir an ihn vorbei in den Turm apparieren? Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum Sie hier sind. Sie haben Ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Hier ist nichts. Beeilung! Ins Handy. Ringo. Lumos. 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 Velio.
Befehle. Direkt von Renrock. Diesem Befehl nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Du wirst bluten. Das dürfte der Eingang sein. Sie ist verschlossen. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so... Willkommen in San Bakars Turm. Hallo, Professor. Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute, dass Kobold... Aber wenn Sie auch eine Ver... Unten, befehlen Sie... Merk... Wir... Im Moment... Dann... Natürlich, Sir. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Akio! Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Protego! Caprico! Protego!
Kommt mir bekannt vor. Akio! Hatte ich das letzte Mal Akio benutzt? Mehr Statuen. Komm, spring! Ich bekomme hier nichts geschenkt. Akio! Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Thank you.
Inceliam, Incelium. Protego. Incelium. Das gefällt mir gar nicht. Incendio. Leviosa.
Na endlich. Noch ein Denkarium. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Noch mehr kristallisierter Stein. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Dienst. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über... Ja, ich habe etwas Schwebendes über... Ah, ja. Sobald Sie alle haben... Ich verstehe. Es wäre wohl klug, die Prüfung... Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn... Halt, Professor! Denn... Das ist eine Verbindung zu... Bevor... Nun? Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen...
Professor? Sind Sie irgendwo auf... Ich glaube nicht. Wenn... Danke, Sir.